Ich habe mich für Geschichte interessiert, seit ich anfing, selbstständig zu lesen. Das heißt, seit dem 11. oder 12. Lebensjahr. Und später hat sich das aufgefächert, dieses Interesse. Mich hat die geschichtliche Entwicklung der europäischen Musik sehr interessiert. Mich hat auch die politische Geschichte interessiert. Sie sollte zum Beispiel die Politiker heute in Bonn interessieren. Die sollten wissen, dass aus der Sicht der Engländer oder der Holländer, wenn es heute um Jugoslawien geht, die Serben ihre Verbündeten waren im Kriege gegen Adolf Hitler und die Kroaten waren die Verbündeten Hitlers. Das ist in deren Erinnerung geblieben. Wir haben es leider in der Schule unseren nachwachsenden Generationen nicht beigebracht. Oder sie sollten wissen, wie die Geschichte verlaufen ist zwischen Österreich, Russland, Preußen auf der einen Seite und den Polen auf der anderen Seite über die letzten 200 Jahre, um zu verstehen. Ich glaube, gewisse geschichtliche Kenntnisse sind notwendig. Es ist nicht notwendig, dass man Schlachten auswendig lernt und die Daten von Fürsten, die regiert haben. Gut, jetzt frage ich noch Thomas Gottschalk und will vorher noch sagen, es sind nicht irgendwelche Fernsehgewaltigen, die Thomas Gottschalk hierher gesetzt haben, sondern es war mein ausdrücklicher Wunsch und Wille, dass wir ihn hier bei uns haben. Aber ich bin schon erschrocken, als Herr Schmidt hier seine Geschichtsanforderungen an den normalen Durchschnittsbürger gestellt hat. Ich glaube, ich wäre durchgefallen. Denn es ist in der Tat so, dass ich mich für Politik und Geschichte interessiere, einerseits zum anderen, aber wenn Sie als Thema gewählt hätten, die Geschichte der deutschen Fernsehunterhaltung seit Frankenfeld, hätte ich gesagt, da mache ich gerne mit. Aber nachdem es um das Große geht, zuckt man ja sofort und sagt, ich interessiere mich für Geschichte, rede aber nicht gerne über Geschichte, aus lauter Angst abgefragt zu werden bei zwei Jahreszahlen oder bei Zusammenhängen dann tatsächlich passen zu müssen und bin damit, glaube ich, einer derjenigen, der sich für Geschichte interessiert, aber sie im Wesentlichen dann doch zu wenig pflegt, zu wenig diskutiert, weil man eben dann auch Bestehensängste hat und sagt, um Himmels Willen, es ist ein dünner Boden, auf dem ich wandle und ich hoffe, wenn ich aus dieser Veranstaltung hier scheide, weiß ich mehr. Sie sind sehr angenehme Unterhaltungspartner, denn Sie geben mir jetzt, haben mir schon Stichworte gegeben, zum nächsten Teil unserer Sendung überzuleiten. Wir fangen an mit dem Dorf und ich erinnere Sie daran, dass vor 100 Jahren mehr als die Hälfte der Deutschen noch auf dem Lande lebte. Wir alle sind irgendwann einmal vom Lande gekommen, darum ist die Erinnerung an das Leben auf dem Dorf wichtig genug. Also bitte jetzt unseren Film vom Dorf. Schon vor 100 Jahren verklärte der bürgerliche Blick das Landleben zur Idylle. In der Malerei und auch in der Literatur erschien das Dorf als urwüchsig und gesund, als naiv und konfliktfrei. Doch das Dorfleben wirkt nur gemächlich. Es folgt einem anderen Rhythmus als die städtische Lebenswelt. Fast als ob die Zeit stehen bliebe. Für die Vergangenheit ist diese Vorstellung nicht einmal so falsch, denn bäuerliche Arbeit vollzog sich eher bedächtig, dauerte dafür aber auch 14 bis 16 Stunden am Tag. Nur die Kirchturmglocke unterbrach den Arbeitsrhythmus, eine religiöse Zeitordnung des Alltags. Gleichmäßig auch der Jahreslauf, bestimmt durch die Jahreszeiten mit ihren unterschiedlichen Arbeitsanforderungen. Zeit, das ließ sich auf dem Dorf im Sinne einer Naturzeit begreifen. Eine Wegstunde galt als Entfernungsangabe und ein Tagwerk als Flächenmaß. Doch es gab keineswegs nur Ruhe und Statik, denn die Bauern waren früher nicht Herren ihrer Zeit. 100 und mehr Tage Fronarbeit im Jahr mussten sie auf den Gütern der Adligen leisten. Herrenzeit beherrschte Bauernzeit. Nehmen wir ein Dorf in Württemberg als Beispiel. Es heißt Poltringen und liegt in der Nähe von Tübingen. Sein markantestes Gebäude, ein Wasserschloss. 1613 von einer wehrhaften Burg umgebaut zu einem ganzen Adelssitz, dann für alles Mögliche genutzt, auch für die Unterbringung der Dorfschule und heute erneut umgebaut zu Eigentumswohnungen. Nun besaß zwar nicht jedes Dorf ein Schloss, doch Schloss steht hier für Herrschaft. Und Herrschaft
gab es in der Geschichte jedes Dorfes. Herrschaft bedeutete Besitz und die fast uneingeschränkte Verfügungsgewalt über Land und Leute. Zwei Drittel der Acker- und Wiesenfläche dieses Dorfes gehörten bis ins 18. Jahrhundert den wechselnden Adelsherrschaften. Nur ein Drittel verblieb den Bauern selbst zur Nutzung. Bauernland war also in Wahrheit Herrenland. Es heißt ja, die Dörfer seien stets im Schatten der großen Geschichte geblieben. Die Könige wie die Revolutionen, die Welt der Technik wie die Kultur der Moderne seien lange Zeit an ihnen vorübergegangen. So ist das gewiss falsch. Nur in einer Hinsicht mag das Bild stimmen. Überschattet war der dörfliche Horizont stets von der Macht der Feudalherren und der Fürsten. Hier lässt sich das buchstäblich greifen. Im Südwesten der Hohenzollern. Stammsitz der Preußenkönige und letzten deutschen Kaiser. Im Vordergrund die Wälder und Hügel um das Neckartal, das in dieser Gegend fast ein halbes Jahrtausend lang unter österreichischer Herrschaft stand. Mitten in Schwaben gehörte unser Dorf Poltringen zum sogenannten Vorderösterreich und wurde vom fernen Wien aus regiert. Im Osten die Schwäbische Alb, altes württembergisches Gebiet. Auf ihr die Ruine des Hohen Neufen, einer Festung, die als Staatsgefängnis für kritische Geister diente. Unmittelbar hinter Poltringen der Schönbuch, ein beliebtes Jagdrevier der Herzöge von Württemberg. Die sogenannte große Geschichte war also fast mit Händen zu greifen. Sie wurde auf dem Boden und auch auf dem Rücken der kleinen Leute aus dem Dorf ausgetragen. Die engen politischen Herrschaftsgrenzen setzten ebenso enge Grenzen im Alltag. Unser Poltringen war österreichisch und katholisch. Das nur 3000 Meter weiter liegende Nachbardorf dagegen württembergisch und damit evangelisch. Deshalb gab es jahrhundertelang kaum Handel und niemals Heirat untereinander. Die Herrschaft hatten die Dörfler ständig vor Augen, etwa in Gestalt dieser Zehntscheuer, in der die Naturalabgaben der Bauern gespeichert wurden. Und keineswegs schwand manchmal mehr als die Hälfte der Ernte. Natürlich gab es deswegen Zorn, Flüche, auch Versuche der Gegenwehr. Doch der Galgen auf der ehemaligen Richtstätte hier war ständige Mahnung an ein angeblich gottgewolltes unten und oben. Und die Kirche bestätigte diese Ordnung. Religion bot geistliche Tröstung an, nicht weltliche Abhilfe. Doch auch innerhalb des Dorfes selbst gab es Abhängigkeiten. Die von Volkskundlern früher so gern beschworene Dorfgemeinschaft entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Mythos. Das Dorf hatte keine Gemeinschaft, sondern eine Gesellschaft. Auch hier mit festem unten und oben. Große Bauernhöfe mit Wohnhaus, Stall, Scheune einerseits und Tagelöhnerhäuschen andererseits, auf denen sich alles auf engstem Raum zusammenpferchte. Menschen, auch ein paar Stück Vieh. Zwei Klassen also schon im Dorf. Reiche Pferdebauern auf der einen Seite, arme Kuhbauern auf der anderen. Dazwischen noch der Gastwirt und die Handwerker, aber der Rest, die Knechte und Mägde, zählten so gut wie nichts. Fast alles gewann man dem Boden ab. Über Jahrhunderte ein Relief menschlicher Arbeit. Der Arbeit von Männern und Frauen, wobei die der Frauen immer geringer bewertet blieb. Es war harte, körperlich anstrengende Arbeit, auch für die Kinder. Die bäuerliche Familie war vor allem eine Arbeits- und Überlebensgemeinschaft. Dorfgesellschaft, das versprach Nähe, Vertrautheit, Sicherheit. Haus an Haus, Familie neben Familie, man kannte sich, man wusste, was voneinander erwartet wurde. Aber diese Nähe hatte auch ihre Kehrseite. Enge soziale Kontrolle. Kein Rausch, kein Tanz, kein Kuss, der nicht registriert und kommentiert worden wäre. Selbstverwirklichung, Freiheit und Individualität in der privaten Lebensführung konnte es hier gar nicht geben. Es blieben nur wenige Freiräume für den Einzelnen.
Die Lichtstube zum Beispiel als abendliche Geselligkeit, elterlicher Aufsicht natürlich. Oder die Feste, bei den Katholiken vor allem die Zeit des Auslebens und Austobens unter dem Schutz der Narrenmaske. In der Familie hatte nur der Bauer das Sagen. Zwischen den Geschlechtern und Generationen waren Konflikte vorprogrammiert. Schwierig, ja dramatisch, das Erben teilen. Wer erbt was? Denn damit wurde nicht einfach über Besitz entschieden, sondern über ganze Lebensläufe, über Beruf, über Heirat, über Status. Vor allem dort, wo nur ein Sohn alles erbte. Denn damit blieb zwar der Hof als Ganzes erhalten, doch die zu kurz gekommenen Geschwister mussten sich damit abfinden. Daran wurden sie von Kindesbeinen an gewöhnt. Der wird der Herr sein und du die Magd oder der Knecht oder du kannst gehen. Wichtiger als der Einzelne waren immer Hof und Familie. Wohl auch heute noch ein eigener Zug dörflicher Mentalität. Passt das in die moderne Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft? Das war also ein Stück einer Dorfgeschichte. Ob das Glück der Menschen zugenommen hat, das ist sicher eine Frage, wo man sich mit der Antwort scheuen wird. Denn wer will schon über anderer Leuts Glück große Reden führen? Ja, aber man muss unterscheiden zwischen Inneren und Äußeren im Grunde, nicht? Das Glück ist ja das innere Empfinden und da würde ich sagen, also der Charakter des Menschen ändert sich im Zweifelsfalle nicht. Wir werden nicht alle optimistischer Seiten Vertreibung aus dem Paradies, aber der Fortschritt, es sind doch viel, viel mehr Menschen werden älter, werden gesünder, viel, viel mehr Menschen erleben einfach ein gesundes Alter, viel, viel mehr Menschen als früher sind wohlhabender, viel, viel mehr Menschen sind gebildeter und dadurch können sie individueller sein und können mehr Mobilität zeigen. Das ist im Grunde ein Zusammenhang für mich. Das Wort Fortschritt ist mit einem Vorurteil belastet. Ohne dass es ausgesprochen wird, verbindet man mit dem Wort Fortschritt das Fortschreiten von bestimmten Verhältnissen zu besseren Verhältnissen. In Wirklichkeit heißt Fortschritt nur, ich schreite fort von der Station A zur Station B. Und ob dieser Fortschritt nun mit technischen Verbesserungen einhergeht, Verbesserungen des Lebensstandards, das ist so für Europa beispielsweise oder für Nordamerika. Ob er einhergeht mit mehr Glück für den einzelnen Menschen, das ist eine ganz andere Frage. Und da bin ich sehr im Zweifel, ob wir in diesem vorurteilsbeladenen Sinne fortgeschritten sind von weniger Glück zu mehr Glück. Da bin ich sehr im Zweifel. Wenn ich es richtig erinnere, hat es in der Geschichte der letzten Jahrhunderte einmal den Fall gegeben, dass ein Staat, in dem Falle also die Vereinigten Staaten von Amerika, die 13 ersten Staaten, die sich zusammenschlossen, bewusst und ausdrücklich vom Glück geredet haben. Thomas Jefferson, Pursuit of Happiness. Da wurde also formuliert, dass es der Einzelne das Recht haben sollte, sein Glück zu verfolgen. In die Verfassung geschrieben, ja. Das ist ein Grundrecht. Ja, des richtig, Menschen. Richtig. Soweit ich erinnere, die einzige Verfassung der Welt, wo das Glück drin vorkommt. Ja. Ich bin sehr im Zweifel, ob die Menschen heute glücklicher sind, als sie früher waren. Interessanterweise taugt, wie man gerade in dem Beitrag gesehen hat, der Fortschritt auch gar nicht dazu gezeigt zu werden. Dieser Beitrag über das Dorf hat etwas im Bild konterkariert, was im Wort gesagt wurde. Er hat nämlich genau die Idylle noch gezeigt. Er war einmal verschämt, das Rad eines Traktors zu sehen. Wenn man nämlich bäuerliches Leben gezeigt hätte, wie es heute aussieht, die Melkmaschinen, die ganzen Apparate, hätte kein Mensch diesen Beitrag mehr sehen wollen, weil es eine technische Geschichte geworden wäre. Wir hängen komischerweise optisch an der Geschichte, also haben die alten Bäuerinnen in ihrer Idylle gezeigt, die gar keinen Hühner oder was auch immer das waren, aber reden vom Fortschritt. Das ist ganz interessant, wenn wir über Geschichte reden, dass eigentlich optisch und gefühlsmäßig das Überkommene uns mehr interessiert als der Fortschritt, von dem wir reden, den wir aber gar nicht zeigen mögen. Ja, das ist natürlich sozusagen das Unwohl, es ist uns irgendwie unwohl damit und deshalb haben wir diese, ich meine, der Verfasser des Films hat das ja am Anfang etwas kritisiert, diese Sucht zur Idylle, aber Sie sagen nun mit einigem Recht, das kommt dann doch wieder herein, das wird jedenfalls stärker. Ja, und so, das ist die Idee der guten alten Zeit. Aber diese, ne? Idee, dass es... Die Idee ist eine Schnapsidee, die Zeit, in der wir leben, ja. Ist weder gut
noch schön, ja, noch glücklich. Im 30-jährigen Krieg sind in Deutschland im Wesentlichen die Menschen in den Dörfern umgebracht worden, nicht in den Städten. In unserer Zeit sind, ich weiß nicht, 5 oder wie viele Millionen Menschen in Auschwitz und anderswo umgebracht worden. Und wo wir hier heute miteinander reden, werden anderswo Menschen umgebracht. Dass das ein moralischer Fortschritt der Menschheit insgesamt sei, da habe ich meine großen Zweifel dran. Es gibt Ausschnitte. Zum Beispiel nehmen wir Mitteleuropa, Teil der Welt, in dem wir leben. Wir haben im Laufe der letzten Jahrhunderte Freiheiten für den Einzelnen entfalten können. Wir haben Demokratie entfaltet. Aber die Idee der Demokratie, entstanden vor 2500 Jahren in Athen, die hat lange gebraucht, ja, bis sie sich bis Deutschland durchgesetzt hat. Hoffentlich bleibt sie uns erhalten. Aber in anderen Teilen der Welt ist davon keine Rede. Schauen Sie nach China mit 1,2 Milliarden Menschen. Von Demokratie keine Spur. Die Russen sind dabei, sie gerade eben zu entdecken. Was daraus wird, weiß man noch sehen, nicht. Ja. Aber das ist doch eigentlich den Fortschritt, den wir zumindest völlig richtig in Mitteleuropa hier haben, dass wir eben das, was ein Elitedenken im alten Griechenland war, jetzt ein allgemeines Denken für die gesamte Bevölkerung ist. Das finde ich tatsächlich ein Fortschritt. Ich stimme zu. Hier in Mitteleuropa ist ein moralischer Fortschritt, ja, erreicht, der sich zugunsten einzelnen Menschen, ja, ausgewirkt, ja, hat. Ich stimme zu. Ja. Das heißt aber noch nicht, dass er glücklicher ist. Nein, natürlich nicht, denn das hat ja was mit der Befindlichkeit zu tun. Eben. Und die Ansprüche an den Einzelnen steigen ja dadurch, dass eben die Gesellschaft mobiler geworden ist. Das ist ja immer wieder so interessant zu sehen, auch im Vergleich zu anderen Ländern, dieses enorm Statische, was dargestellt wird, nicht die Stände und jeder weiß, wo er hingehört und die Leute hatten noch die eigene Garderobe vorgeschrieben und reisen durften sie auch nur schwer, dass das doch völlig weg ist. Ich würde sogar sagen, in Deutschland viel, viel mehr weg ist. Die Mobilität bei uns ist viel größer als in England, wo man immer noch über Schichten nachdenkt, als in Frankreich, wo man noch Klassen spürt und von Spanien schon ganz zu schweigen. Da sind wir doch wirklich in einem großen Vorteilssprung, würde ich sagen, allerdings durch den Krieg, also durch ein negatives Erlebnis, durch die Durchmischung der Menschen. Ja, durch die Kriege. Auf der anderen Seite, Herr Nipperdey hat mit Recht davon gesprochen, dass es bei uns Katastrophenredner gibt, ja, und Katastrophenprediger. Alles das, was die Deutschen im Laufe der letzten 2, 3 Generationen durchgemacht haben, hat eine gewisse Neigung erzeugt in den Deutschen, zumal in den gebildeten Schichten der Deutschen, den akademisch gebildeten, eine Katastrophe nach der anderen an den Horizont zu malen, so wie hier die Bilder rundherum in diesem Studio aufgebaut sind. Und dies ist sicherlich kein Zeichen von Glück. Ja, wobei ich mich jetzt manchmal frage, ob wir nicht doch jetzt in den letzten Monaten, das ist ein bisschen kurz, um geschichtliche Dimensionen zu betrachten, aber doch in den letzten Monaten ein bisschen eine Änderung haben. Denn wir sind doch eigentlich auch gerade in unserer Betrachtung zur Geschichte eben immer wieder so stark dominiert, dadurch, dass wir die Nazi-Zeit im Kopfe bewältigen müssen. Und plötzlich können wir uns doch mit früheren Teilen der Geschichte befassen. Und dann wird auch die Katastrophenstimmung etwas zurücknehmen. Hoffentlich. Hoffentlich gilt das, was Sie sagen, Gräfin Lambsdorff, auch für die 15 Millionen in den neuen Bundesländern. Die sind in einer tiefen psychischen Krise. Ja. Und die Hilfe, die sie etwa von dem westlichen Teil des deutschen Volks bekommen, die ist einstweilen aufs Finanzielle beschränkt und aufs Unternehmerische. Seelische Hilfe kriegen sie fast ganz überhaupt wenig, keine. Ja. Ja, ja. Seine Schande. Ja, und da ist also sozusagen dieser Kulturbruch, dass die Menschen sich plötzlich daran gewöhnen, also an die, alle die Freiheiten, die wir als selbstverständlich in Anspruch nehmen und die wir auch schön finden und genießen, die aber doch auch als Last empfunden werden können, dass der Mensch sich nun also ohne feste Bindungen ist, sich dauernd entscheiden muss, nicht irgendwo geborgen ist. Wenn man also die, ich würde 2 moralische Schlüsse aus unserer Debatte ziehen. Also einmal ist es sicher richtig, dass also niemand heute kann sagen, wird sagen, wie herrlich weit wir es gebracht haben und dass andere Weltteile sich nach uns richten sollen. Also hoffentlich ist es so, dass niemand das manche schon und in mancher Beziehung, das ist klar, also wenn wir an die Bevölkerungspolitik oder sowas denken, liegt das auf der Hand, aber dennoch, man muss sehen, dass also so Leute aus geschlossenen Kulturen wie der islamischen, die sagen, diese moderne westliche Freiheit ist ein absoluter Mist, die
bringt nur Unordnung, Chaos und allgemeine Beliebigkeit in die Welt, das ist scheußlich. Nun können wir ja dennoch unsere Lebensform verteidigen und sagen, verdammt nochmal, wir wissen doch, wie grauenhaft diese festen Bindungen, aber wir müssen einsehen, dass ein solches Argument, das kann man nicht so einfach vom Tisch wischen. Man muss sagen, na gut, also ihr leidet da etwas unter dem, wenn das so schnell und plötzlich kommt, das ist ein Problem. Und aber sozusagen das andere, also wir haben es herrlich weit gebracht, das werden wir nicht sagen. Wir haben es schrecklich weit gebracht, also das Katastrophengerede ist aber auch unberechtigt. Und manchmal muss man das heute fast lauter sagen. Ich finde das wie Helmut Schmidt, dass in unserem Lande oft zu viel die Katastrophen beschworen werden, die es ja alle gibt. Wer will das bestreiten? Aber indem man sozusagen jeden Tag von einer neuen Katastrophe redet oder den Blick darauf lenkt, wird der Blick davon abgelenkt, welche riesigen Gewinne auch gemacht worden sind an, also nicht an Glück, aber an Glücksmöglichkeit. Ja, auch die Informationsmöglichkeit. Ich meine, das ist ja auch die Frage, inwieweit dadurch, dass es veröffentlicht wird, also wenn wir von Katastrophen reden, Katastrophen scheinen sich besser zu verkaufen. Und damit sind wir bei den Medien, die ja eigentlich noch nie die Macht hatten oder die Möglichkeit zu Informationen wie heute. Und dadurch entstehen natürlich auch Trends, die dann plötzlich sich verselbstständigen und die man dann mitbetet, weil man einfach den Eindruck gewinnt. Denn wenn wir also zurückgehen in der Geschichte, wurden ja wahrscheinlich dann Informationen auf sehr kleinem Raum nur ausgetauscht und es hat sich auf sehr kleinem Raum irgendeine Meinung gebildet. Heute ist das ja eine weltweite Geschichte, der man ja einfach nur hinterherlaufen kann und sagt, wenn das hier gedruckt steht, wird es wohl so sein. Ja, das gibt mir nun Gelegenheit, also überzuleiten, sozusagen wenn man vom Land spricht, spricht man ja mehr von einer alten und für uns doch eher vergangenen Welt, die uns allenfalls eben in der dritten Welt noch sehr präsent ist. Sozusagen der Motor der Veränderung war die Stadt und etwa also das Informationswesen ist natürlich ein Stadtprodukt. Also jetzt schauen wir uns mal den Film über eine Stadt an. Die Stadt Augsburg. Das ist Augsburg, 2000 Jahre alt, Bischofssitz Reichsstadt. Seit 1806 bayerischer Provinzort. Heute 300.000 Einwohner, Textilindustrie, Maschinenbau, Universität. Stadt des heiligen Ulrich, Jakob Fuggers, Leopold Mozarts, Bert Brechts. Nicht weit von den Alpen, ein wenig im langen Schatten Münchens, aber mit einer ungleich reicheren Geschichte, die man hier überall mit Händen greifen kann. Aber beginnen wir im Stadtarchiv. Denn Geschichte, das ist vor allem Papier. Und in diesen staubigen Faszikeln um mich, da ist sehr viel Leben, da ist Alltag, da ist Politik, Intrigen, Liebesgeschichten, bizarre Welten. Und wenn wir darin lesen, ist es einmal, als wären wir auf einem anderen Stern. Und manchmal finden wir auch unsere eigene Vorgeschichte darin. Vieles ist fremd. Hier zum Beispiel in diesem staubigen Faszikel ist ein Hexenprozess. Da ist die Geschichte eines Geisterbeschwörers. Hier ist ein Kuriosum. Eine vom Rat beschlagnahmte pornografische Flugschrift aus dem 16. Jahrhundert. Städte. Das sind Orte des Bildes. Nirgendwo sonst kann man vor dem 19. Jahrhundert so viele Bilder sehen wie in der Stadt. Orte der Kommunikation. Nachrichten kommen von den Kanzeln, von den Türmen. Glocken sind Massenmedien, teilen Feuer mit und Feindesgefahr, Hinrichtungen. Wie moderne revolutionäre Fernsehstationen besetzen, verschafft man sich bei Aufständen die Schlüssel zur Stadtglocke, so etwa in den Zunftkämpfen von 1368. Die Arbeit im alten Augsburg war wesentlich von den Zünften geprägt worden. Hier sind wir beim Weberhaus, dem Zunftgebäude des weitaus wichtigsten Gewerbes der Reichsstadt. Zunft, das heißt zunächst einmal Ökonomie der Qualität. Wir sind hier im Salon eines Augsburger Bürgerhauses des 18. Jahrhunderts und ich bin umgeben von Mobiliar aus dem Herbst des alten Handwerks. Ein prächtig intarsierter Tisch, hinten eine Eckvitrine im Stil Louis XVI. Hier habe ich eine
Tasse, ein Manufakturprodukt des frühen 19. Jahrhunderts, das das Urteil des Paris zeigt. Das war schon vor 200 Jahren nicht für jedermann erschwinglich, eine teure Antiquität. Die Aufhebung der Zünfte im 19. Jahrhundert, Industrieproduktion, Gewerbefreiheit, das erst ermöglicht billige Massenprodukte für alle. Quantität geht oft vor Qualität. Die hohe Handwerkskunst Alteuropas war freilich auch in anderer Hinsicht teuer gewesen. Zünfte hatten mit modernen freien Assoziationen wie Vereinen wenig zu tun. Zunft, das hieß Reglementierung, bedeutete Zwang, Bevorzugung einer Kaste von Meistern. Markt- und Preiskontrollen prägten den Alltag, vor den Erwerb der Meisterrechte waren oft hohe Hürden gestellt. Dazu kamen andere Abhängigkeiten. Das Bild einer festgefügten Ordnung, wie es etwa dieser Geschlechtertanz von 1590 vermittelt, verdeckt nur oberflächlich die Spannungen innerhalb der Gesellschaft Augsburgs. In einer dünnen, von Fernhandel und Grundbesitz lebenden Oberschicht ballten sich ungeheure Vermögen. Stellvertretend für märchenhaften Reichtum stehen die Namen Fugger und Welser. Die Industrialisierung wird schließlich ihre Arbeitskräfte aus dem Heer jener nehmen, die im zünftischen System kein Auskommen fanden. Kapital war eine weitere Voraussetzung dieses die Moderne prägenden Vorgangs. Wir sehen hier nicht den Prunksaal eines Rokoko-Potentaten, sondern den ziemlich prächtig geratenen Salon eines Augsburger Bankiers. Überhaupt gefiel es den Geldbaronen der Epoche, ihren Manufakturgebäuden das Aussehen absolutistischer Schlösser zu geben. Die schülische Cartoon-Manufaktur von 1770 bietet ein Beispiel, das erste auf dem Kontinent. Eine weitere Voraussetzung der Industrialisierung war Energie. Wasserkraft hatte man schon immer genutzt, meist aber ging es ohne Muskeln nicht ab. Dieser nach Vorlagen des 17. Jahrhunderts rekonstruierte Baukran wurde nach Art eines Hamsterrads betrieben. Mit solchem Gerät hat der Architekt Elias Holl 1615 bis 1620 das monumentale Augsburger Rathaus errichtet, den größten Bau dieser Art in Mitteleuropa. Mit Dampfkraft wird man natürlich besser vorankommen. Die Eisenbahn markiert eine wichtige Etappe auf dem Weg in die Moderne. In der entstehenden Industrie gibt es Arbeit. Freilich, viele Handwerker sehen sich Entwicklungen ausgesetzt, die nicht mehr beherrschbar scheinen. Ihre gewohnte Welt zerbricht. 1794 muss Militär gegen revoltierende Weber aufgeboten werden. Not und soziale Konflikte begleiten so die Geburt der industriellen Stadtgesellschaft. Doch die Bevölkerung wächst und wächst. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts werden die Stadtmauern niedergelegt, genau zu einer Zeit, als die Bevölkerungszahl der Jahre vor dem 30-jährigen Krieg wieder erreicht ist. 100.000 Einwohner, mehr als das Doppelte wird Augsburg um 1900 zählen. Mit dem Fall der Mauern verliert die Stadt die scharfe Linie, die sie über ein Jahrtausend vom Land geschieden hatte. Die Rechtsgrenze, Schutzwall, Zeichen politischer und kultureller Identität gewesen war. Die Stadt wuchert über die alten Ränder. Aus Dörfern werden Vororte, Schlafstädte entstehen. Niemand wird heute mehr auf den Gedanken kommen, eine Stadt wie Augsburg als jenes filigrane Gesamtkunstwerk zu sehen, als das prunkvolle Ansichten, wie der Vogelschauplan des Goldschmieds Jörg Selt sie vorführen. Idyllen überlebten allenfalls am Cityrand oder in Dörfern ohne Bahnanschluss. Freilich, im vorindustriellen Augsburg leben zu müssen, möchte ich niemanden von Ihnen wünschen. In diesem Haus wohnte eine Frau, die 1626 als Hexe geköpft wurde. Dabei konnte sonst froh sein, wer hier in der berühmten Fuggerei, der ältesten Sozialsiedlung der Welt, ein Unterkommen gefunden hatte.
Denn in der frühen Neuzeit lebten hier in Augsburg über die Hälfte der Menschen in Armut. Seuchen, Hunger trafen die alte Gesellschaft mit furchtbarer Regelmäßigkeit. Im Dreißigjährigen Krieg schreckte man nicht einmal vor Kannibalismus zurück, um die Mägen zu füllen. Der Tod schlug unerbittlich zu, auf jeder Altersstufe. Die Gefährdung des Daseins war stets gegenwärtig. Es lag nahe, das harte Erdenleben als Pilgramschaft zur Ewigkeit zu begreifen. Augsburg war eine Stadt, in der die Religion eine besondere Rolle spielte. Denn hier konkurrierten zwei Konfessionen, Protestanten und Katholiken, um die Seelen. Das Nebeneinander ihrer Kirchen lässt übersehen, wie viel Leid man sich angetan hatte. Erst 1648 kam es zur paritätischen Verfassung, die friedliches Zusammensein erzwang. Zur Neuzeit hin, das ist ein fundamentaler Vorgang, hat all dies an Bedeutung verloren. Die Stadt ist nicht mehr himmlisches Jerusalem. Man richtet keine Hexen mehr, der Komet bleibt allein interessantes Naturspektakel. Aber der Weg in die Moderne führte bekanntlich keineswegs zu Frieden, zu Toleranz und Vernunft. Auch in Augsburg haben die Nazis gefoltert, gemordet, deportiert. Bei Bombenangriffen kamen 1944 nahezu 1000 Menschen um. Große Teile der Stadt wurden zerstört, darunter auch der Goldene Saal des Rathauses, ein Hauptwerk der deutschen Renaissance. Nach langem Hin und Her hat man ihn historisch rekonstruiert. Echt ist hier fast nichts. So ist dieser Prunkort des Handwerks und des Fremdenverkehrs unversehens zu einem eindrucksvollen Dokument seiner eigenen Gegenwart geworden. Sie haben diese witzige Bemerkung vielleicht noch in Erinnerung, dass moderne Revolutionäre eine Fernsehstation besetzen und früher man sich also der Kirchturmglocken versichern musste. Das heißt nun, wenn man das ein bisschen verallgemeinert, dass es bestimmte menschliche Grundbedürfnisse gibt, die im Laufe der Zeiten unterschiedlich erfüllt worden sind. Unser Bühnenbildner hat hier im Raum eine Menge von Beispielen dazu aufgestellt, Bilder aus dem 16. Jahrhundert von Handwerken und Berufen und darunter dann Geräte, um die es dabei geht, aus unterschiedlichen Zeiten bis in unsere Gegenwart hin. Da hat man also das gleiche Bedürfnis in unterschiedlichen Formen. Das ist eine Art oder eine Dimension, um die es in der Geschichte geht. Aber dann gibt es noch eine andere, darauf will ich doch auch hinweisen, nämlich, dass es in der Geschichte Sachen gibt, die wir heute nicht mehr kennen und haben und die man schlecht mit solchen Grundbedürfnissen identifizieren kann. Am Schluss dieses Stadtfilms war davon die Rede, war von der Bedeutung der Religion die Rede und insbesondere davon, dass Augsburg ein ganz seltener Fall, es gibt nur ein paar Städte, wo es so ähnlich ist in Deutschland, gewesen ist, wo die beiden Konfessionen nebeneinander, seit 1648 friedlich nebeneinander existiert haben. Natürlich haben wir entsetzliche Reibungsverluste gehabt in Deutschland durch die beiden Konfessionen, kulminiert im Dreißigjährigen Krieg. Na, das ist nun völlig selbstverständlich, hat uns in der Entwicklung weit zurückgeworfen. Aber mich interessiert und amüsiert immer wieder die Geschichte, wenn ich durchs Rheinland, wo ich ja jetzt lebe, schwergewichtig durchgehe, dann sind die Wirtschaftsträger bis zum heutigen Tage in Aachen, Stolberg und Köln die protestantischen Unternehmerfamilien in der katholischen Umwelt. Das ist ja nun eine Sache, die Max Weber ja nun also ganz stark interessiert hat und befasst hat. Da ich eine Evangelische bin, eine Protestantin bin, hat mich das natürlich immer fasziniert. Insofern habe ich doch die Idee, dass es nicht nur negative und Reibungsverluste gegeben hat, sondern auch positive Reibungsgewinne gegeben hat. Das waren nämlich im Grunde die Leute in der Diaspora und die mussten sich tummeln. Die mussten also aus den eingeschliffenen Schichten herauswachsen und wurden tüchtige Unternehmer. Das ist doch was Positives. Also ich würde nur dem negativen Aspekt nachgehen wollen.
oder widersprechen also wollen. Es ist eine sehr schwierige Geschichte. Also ein bisschen davon ist richtig, was Sie sagen. Gefährlich, mit einem Historiker zu diskutieren. Ja, jetzt muss ich leider ein bisschen fachsimpeln. Also ein Teil davon ist sicher, also die Minderheitensituation dieser Leute hat sie zu besonderer Aktivität verpflichtet und gezwungen auch. Das ist auch die Situation der Juden in der Wirtschaft. Das ist, muss man ja auch das muss man etwas genauer sagen. Weil den Juden Handwerk und dergleichen verboten war, mussten sie sie zwangsläufig auf das Finanzieren, auf das Geldverleihen, auf das Pfandgeschäft konzentrieren und haben dort besondere Fähigkeiten. Und weil sie aus der Zunft ausgeschlossen waren, waren sie nicht so auf Tradition. Ja. Also Tradition, wenn was Neues kam, also Kaufhäuser zum Beispiel, eine neue Art des Vertriebes, das da war zu für, waren sie einfach mobiler, aufgeschlossener. Aber nun gibt es ja doch Sachen, die nun doch, und das ist ganz mir sehr lieb, dass wir darauf nochmal kommen, die doch mit der ungeheuren Bedeutung der Religion zusammenhängen. Wir denken ja so als Menschen des späten 20. Jahrhunderts, naja, Religion, das ist sowas, das gibt es auch und es gibt Leute, die sind religiös und andere nicht. Und es ist so eine Art Sonderprovinz des Lebens. Also in der alten Zeit war das sozusagen eine Hauptsache und das hatte nicht nur was damit zu tun, wie man über den Himmel oder irgend sowas dachte, sondern mit ganz konkreten Sachen. Und Sie haben eben noch heute die herrlichen Geschichten, zum Beispiel vor 20 Jahren, als die Zigarettenmarke Peter Stuyvesant aufkam mit dem Slogan »Der Duft der großen weiten Welt«, waren 70% der Raucher dieser Zigarette waren Protestanten, obwohl nur 50% der Bundesrepublikaner Protestanten sind. Ja. Also, und was haben die Katholiken nach ihrer Meinung für Zigaretten geraucht? Lord wahrscheinlich. Man kann nun als, dann gibt es noch mehr so, die Protestanten fotografierten mehr, sie sparten mehr und was. Sie konsumierten auch mehr Schlaftabletten. Das heißt, sie waren irgendwie unglücklicher, die Katholiken schliefen besser, das ist gar keine Frage. Also insofern hängen diese Dinge sehr mit dem täglichen Leben und der Bewältigung von, ja, nicht nur von Arbeit, sondern von Genuss und allem zusammen. Und insofern ist es wichtig, Das muss man sich klar machen, wenn so von Religion die Rede ist. Man muss ja auch sehen, dass im 19. Jahrhundert, also man sagt, diese Religionskämpfe und mit einer gewissen Emphase erhebt der moderne Mensch seit der Aufklärung sich darüber, dass also diese alten Leute sich gegenseitig totgeschlagen haben im Namen der Religion. Ja, da muss man nur sagen, wofür haben sie sich später totgeschlagen? Um Politik oder um soziale Ordnung, also Kommunismus oder nicht? Wobei das ist für viele ja der Kommunismus eine Pseudo-Religion war. Wie heute für viele Nordamerikaner die Demokratie und das Expandieren der Demokratie über den ganzen Globus in Gefahr ist, zu einer Pseudo-Religion zu werden. Das gibt's immer. Die Menschen haben immer den Hang, sich an irgendetwas zu binden. Ich wollte noch mal etwas sagen zum Protestantismus und Katholizismus auf deutschem Boden. Ich bin genau wie Gräfin Lambsdorff protestantisch. Aber ich möchte nicht übersehen, dass die große Bedeutung, die etwa Martin Luther dem Römerbrief des Paulus und dem Kapitel 13 gegeben hat, wo Obrigkeit ist, die ist von Gott, seid Untertan der Obrigkeit. Das hat natürlich eine gewaltige Wirkung gehabt in spätere Jahrhunderte. Bis in die Nazi-Zeit hinein. Ich habe als junger Soldat in Russland einen Kameraden gehabt, der bereitete sich auf den Priesterberuf vor. Das war ein katholischer Priesteranwärter. Aber der hat mir den Römerbrief erklärt und hat gesagt, wo Obrigkeit ist, die ist von Gott. Es passiert nichts auf der Welt, was Gott nicht geschehen lassen will. Eine beinahe typisch protestantische Haltung. So haben wir junge Soldaten uns beruhigt in unseren Zweifeln, dass letzten Endes dieser Adolf Nazi Obrigkeit war. Eine späte Nachwirkung dieser protestantischen Auffassung, die
Luther gepredigt hat im frühen 16. Jahrhundert. Ja, Luther ist doch überhaupt eine eigentlich der interessantesten Figuren, auf die man überhaupt kommen kann, wenn man sich mit deutscher Geschichte befasst. Und das ist eigentlich einer der Momente, wo ich eben emotional und glücklich werde. Man kann ja jetzt ins Lutherhaus nach Wittenberg fahren. Und das habe ich ja so vor einiger Zeit getan. Ich hoffe, das kommt nicht nachher noch im nächsten Film. Und da wird man plötzlich also voll fasziniert, dass es nicht nur eben der große Reformator war, das haben wir alle in der Geschichte gelernt, dass es ein großer Dichter war im Grunde, wenn Sie allein an die Wortqualität der Bibelübersetzung denken, sondern dass das auch ein großer, ja, ich weiß nicht, ein Gastgeber war, ein Herr mit einem großen Haus, durch das viele Menschen hindurchgegangen sind und viele Menschen gelebt haben und die Tischgespräche stattgefunden haben. Wenn man an seine Stellungnahme während des Bauernkrieges denkt, der konnte auch ganz schön brutal sein, nicht? Ja, aber er muss ein ungeheures Mannsbild eigentlich gewesen sein. Und das ist es, was es jetzt so spannend macht, dass man an neue Stätten der Geschichte wieder reisen kann. Ich will erstmal eine ganz allgemeine Bemerkung daran anschließen, wenn man sich so überlegt, wodurch sind die Deutschen eigentlich in der Welt berühmt? Also wenn man mal von den Musikern absieht, ist das die merkwürdige Dreiheit von Luther, Marx und Hitler. Marx wird vermutlich jetzt etwas in den Hintergrund treten. Luther ist, also vor allem durch die anderen reformierten Kirchen und überhaupt die Auflösung der Kircheneinheit, das wird bleiben. Und Hitler wird als Schreck, also wir müssen damit leben, dass wir in der Welt, der nicht-deutschen Welt, mit solchen Bildern konfrontiert werden. Nachdem ich ja hier der Laie in der Gruppe bin, natürlich ist es vielleicht Ihre Welt, also meine Welt, da wird mehr von Mercedes, BMW und so weiter gesprochen, wenn es um die Deutschen geht. Also das ist sicher eine Frage, nicht wie ich sage, des Niveaus, aber des Levels. Also eigenartigerweise ist natürlich, ich merke schon, wenn es dann in die Geschichtsträchtigkeit geht, ich dann etwas verloren bin. Nämlich, was ich zur Religion zurück noch sagen wollte, oder was diese Dorfgeschichte, die Sie nochmal erwähnt haben, was mich eben fasziniert, wenn ich das höre, dass also tatsächlich, durch welche Gründe auch immer, religiöser, politischer Art, irgendwo eine Grenze war, die ein junger Mensch, der sich sein Mädel gesucht hat, nicht überschreiten konnte, sicher manchmal wollte. Aber für den war offensichtlich das nächste Dorf tabu. Dann sage ich mir natürlich, und das ist die Frage eben, wo mich Geschichte interessiert, was hätte ich damals gemacht, wenn ich mich im nächsten Dorf verknallt hätte? Wäre ich heimlich des Nächtens hingeschlichen, was sicher einige getan haben, die da, ich weiß nicht, ob sie enthauptet wurden hätten oder was sie auch immer. Gemacht. Wahrscheinlich. Aber da sage ich, dass solche Dinge damals als gegeben hingenommen wurden. Und das ist das Faszinierende. Gott sei Dank sind wir heute, das kenne ich ja gar nicht mehr, die Abhängigkeit von Kirche. In dem Sinne, also ich habe die Frau zu heiraten, ich habe in dem Dorf meine Braut zu suchen. Dass da Generationen diese Dinge als gegeben hingenommen haben, das löst sich eigentlich jetzt erst auf. Offensichtlich, weil ich kenne es nicht mehr. Naja, das ist also ein, wenn ich das mit dem anderen Film sozusagen verbinden darf, über die Stadt gibt es so einen alten mittelalterlichen Rechtsspruch, der aber so in unserer Sprache eingegangen ist, Stadtluft macht frei. Ja. Also die Freiheit hat natürlich doch ein bisschen was mit der Stadt zu tun. Wenn es eine Residenzstadt war, eines absoluten Fürsten, ist es natürlich, dann war es schlimmer. Etwa, dass die Stadt frei gemacht hat. Also gut, also bei uns den Reichsstädten, den Bürgerstädten, schon deshalb, weil da eben doch mehr unterschiedliche Leute lebten. Also wie in dem Augsburger Beispiel lebten eben die beiden Konfessionen. Ich weiß noch nicht, wir müssten Herrn Röck fragen, wie das mit dem Heiraten da war. Aber die Chance, da überhaupt ein Mädchen zu treffen, was zur anderen war natürlich in Augsburg viel größer als in Poltringen. In Poltringen war die Kneipe für die einen und da gab es die Kneipe für die anderen, ob das in der Stadt so war. Aber wie auch immer, und dann war die Stadt mit der Kultur, also die ersten Zeitungen, Flugschriften und so weiter, also Lesen, was im 16. Jahrhundert sehr verbreitet war, das führt doch dazu, dass man auch andere Gedanken zur Kenntnis nimmt, also an den Kommunikationsmarkt angeschlossen ist und von daher kann man dann
auch andere Ideen haben. Ich glaube, Herr Gottschalk hätte weniger die Idee gehabt, ins nächste Dorf zu gehen, schon allein, weil die Kommunikation so schwierig war. Nicht dieses Bedürfnis, dass wir neue Menschen kennenlernen wollen, hat ja auch was mit schlichtem Transport zu tun, dass es leichter geht. Nicht? Früher war es eben wirklich schwierig. Sie waren auch viel mehr zeitlich beschäftigt, damit ihr täglichen Tag hinter sich zu kriegen, was also viel aufwendiger war. Herr Gottschalk wäre aus dem Dorf ausgerissen und wäre in die Stadt gegangen und hätte gesagt, hier ist alles ferner. Ich will noch mal das deutlich hervorheben. Das ist ein großer Unterschied zwischen Stadt und Stadt. Augsburg, Freie Reichsstadt, ja. Nürnberg, Hamburg, Lübeck. Ja. Das war ein erhebliches Maß von Freiheit. Moskau ist auch eine große Stadt, schon seit Jahrhunderten. Und da kann keine Rede davon sein, weder unter Khrushchev, Brezhnev, Stalin, noch unter den Zaren, dass die Stadtluft Moskaus die Menschen frei gemacht hätte. Es kommt sehr darauf an, welche Stadt Sie ins Visier nehmen. Ja, also wenn das Beispiel Moskau ist natürlich wunderbar, da sieht man, es ist es mit Händen zu greifen. Aber das ist so... Wenn ich jetzt das so fachlich sage, ist eine Stadt, wo es zum Beispiel keine Selbstverwaltung gibt. Da gibt es keine Bürgerschaft, die einen Bürgermeister wählt. Das gibt es nur im westlicheren Europa, und in diesem Fall gehört auch Mitteleuropa dazu. Bei uns bleibt immer noch der Unterschied, also Augsburg und Potsdam oder Hamburg und Potsdam ist dann doch noch ein Unterschied. Also in Potsdam war das... mit der Freiheit dann doch nicht so groß. Aber Potsdam war ein großes Dorf mit vielen Schlössern. Ja. Keine Stadt. Nee. Keine Stadt in ihrem ganz Sinne. Ganz richtig. Da war wenn wir auf diese mittelalterliche Stadt noch mal zurückkommen, ich sitze hier ja auch, weil ich eine Frau bin, endlich mal eine dazwischen. Da haben die Frauen ja eine große Rolle gespielt, weil sie ja die Zünfte mit erben konnten. Das heißt, sie konnten Unternehmerin werden. Das ist eigentlich ein Bewusstsein, was in meinen Augen völlig verkehrterweise verloren gegangen ist. Wir glauben immer, wir müssten uns jetzt emanzipieren. Tatsächlich ist die Freiheit der Frau ja eigentlich erst in der viktorianischen Zeit zurückgeführt worden. In den Zeiten, wo hier die Zünften eine Rolle spielten und in dem beginnenden Unternehmertum, waren Frauen bedeutungsvolle Wesen. Frau Meisterin. Ja, Frau Meisterin. Frau Meisterin. Oder Frau Luther, ja, das war eine große Unternehmerin Frauen im Grunde. Hatten, also das vergisst man wirklich leicht. Die hatten, also solche Frauen hatten ja in den Kommunen, also in den Städten, ein Wahlrecht. Mhm. Das ist dann erst im 19. Jahrhundert ganz verloren gegangen, später wieder aufzutauchen. Herr Schmidt, ich will jetzt nicht lange in Luther und die Obrigkeit eingehen, sondern nur einen kleinen Hinweis geben, dass der das ein bisschen relativiert. Das hat schrecklich viele Gründe. Und also, wenn wir hier Ausländer hätten, zum Beispiel Schweden oder Norweger, so würden sie laut schreien und sagen, wir sind Lutheraner, aber wir haben uns nie mit diesem Obrigkeitsbild, das ist eine typisch deutsche Entwicklung. Und den Luther, der hat zwar solche Reden geführt, aber eigentlich ist es mehr, weil in Deutschland es eben schon diese schrecklich vielen Fürsten und mit ihrer besonderen Macht gab geworden. Aber das brauchen wir jetzt nicht lange zu erörtern. Die Völker haben sich im Laufe ihrer Entwicklung natürlich aus den Lehren ihrer Kirchen, aus den Religionen das rausgesucht, was ihnen passte. Der Katholizismus etwa im Umkreis von Krakau ist ein völlig anderer als der Katholizismus im aufgeklärten Frankreich und wieder ein anderer als in Spanien. Und das gilt natürlich auch für die Protestanten. Protestantismus in Schweden ist sehr verschieden im Laufe der Geschichte geworden von dem Protestantismus, den Luther hier in Deutschland begründet hat. So, jetzt würde ich sagen, wollen wir uns noch ein bisschen mehr mit der Politik einlassen und mit wir Deutschen, also was es noch mit der Nation auf sich hat, und gucken uns erstmal den Potsdam-Film an. Der Anfang liegt wie oft im Ungewissen. Wo sich die lange Kette von Havelseen zu einer schmalen Durchfahrt verengt, hatten slawische Ansiedler, die kampflos in das nach der Völkerwanderung verlassene Land eingesickert waren, sich eine Burg gebaut. Oder was man so nannte, ein mit einem Wall umschlossenes Inselchen, nur längst verfallen. Eine Kirche stand seit Jahrhunderten an dieser Stelle. Die Heiligengeistkirche. Mit einem der drei die Stadtsilhouette einst bestimmenden Türme. Trotzdem hat sich über alle Zeit der alte Straßenname Burgstraße bis heute gehalten. Im Gegensatz zum dominierenden Kirchenbau. So sieht das heute aus. Die Heiligengeistkirche wurde nicht wie große Teile der Altstadt
in der Bombennacht im April 1945 zerstört. Sie bekamen bei den Bodenkämpfen zwar einige Granattreffer ab, aber die Bausubstanz wurde dadurch nicht im Wesentlichen zerstört. Die Barockkirche, nach Willen eines Königs errichtet, wurde nach Willen eines sozialistischen Staates gesprengt. Und das erst 1974. Die Potsdamer wurden in keinem Fall gefragt. Auch die zweite Dominante des Stadtbildes wurde mit Dynamit beseitigt. Die Garnisonkirche. Dieses Hauptwerk des Potsdamer Barock von Philipp Gerlach glaubte man verschwinden lassen zu müssen, um den Geist von Potsdam symbolisch auszumerzen, womit man Militarismus und Untertanengeist meinte. Auch den Tag von Potsdam, den 21. März 1933, an dem Hindenburg, der kaiserliche Feldmarschall, törichterweise hoffte, einen Adolf Hitler vor den Karren konservativer Restauration spannen zu können. Das wirft bis heute einen Schatten auf Potsdams Namen. Der bis auf 57 Meter Höhe erhaltene Turm sollte zunächst als Mahnmal erhalten werden. Was sicher eine überzeugendere Lösung ergeben hätte als das, was nach der Sprengung 1968 an dieser Stelle entstand. Den Platz nimmt heute ein Rechenzentrum ein, über dessen architektonische Qualität oder besser Nichtqualität kein Wort zu verlieren wäre, wenn da nicht das Kunst am Baumosaik auf der Frontseite wäre. Es zeigt Kampfflugzeuge moderner Bauart. Für ein Symbol gegen Militarismus ein zweifellos wenig geeignetes Sujet. Die dritte das Stadtbild prägende Kirche wurde restauriert. St. Nikolai. Entworfen von Schinkel, weitergebaut von Persius und Stühler, gehört der monumentale Kuppelbau zu den Hauptwerken des Klassizismus in Deutschland. Flankiert vom Atlas auf der Rathauskuppel, der die Weltkugel auf seinen Schultern trägt, beherrscht sie jetzt allein den alten Markt. Nur noch ein leerer Raum, nachdem Schloss, Palast Barberini und mehrere Bürgerhäuser abgerissen wurden. Nur auf alten Fotos lässt sich erahnen, dass dies einmal einer der schönsten Plätze Europas war. Potsdam ist eine gemachte Stadt, gemacht durch Könige und die durch sie repräsentierte Staatsmacht, und zwar bis ins Detail. Seit 1713 verfünffachte sich die Zahl der Häuser in nur 35 Jahren. Zunächst noch bescheiden, wie hier in der Brandenburger Straße. Die Giebelstuben dienten zur Unterbringung der Soldaten. Die Kraft des aufstrebenden Staates und das sichere Stilgefühl der Zeit führten in Potsdam zu einer eigentümlichen Harmonie. Der prosaisch notwendige Stadtkanal zur Entwässerung des Sumpflandes geriet beispielsweise zu poetischer Idylle. In DDR-Zeiten hat man ihn zugeschüttet. Öde Parkplätze entstanden. Viele Potsdamer betrauern den Verlust des Stadtkanals mehr als den Abriss des Stadtschlosses. Dort am ehemaligen Kanal steht noch das Brocksche Haus, in dem zeitweilig der Rechnungshof untergebracht war, die Wiege des preußisch-deutschen Beamtentums. Aber wie das so ist, die Zahl der Beamten stieg unaufhaltsam, denn der Staat zog immer mehr Aufgaben an sich. Schließlich entstanden neue Paläste in Potsdam, aber diesmal für Beamte. Das Regierungsgebäude. Potsdam war immer ebenso sehr Beamten- wie Militärstadt. Die Potsdamer selbst zeigten sich überwiegend mit der Entwicklung ganz zufrieden. König und Staat sorgten, wenn nicht für alles, so doch für vieles. Friedrich der Große legte das Stadtbild auf Repräsentation an. Diese gewaltige Fassade, ursprünglich für ein englisches Königsschloss in Londons Whitehall gedacht, schenkte er den Bürgern Hiller und Brandt, die sich auf eigene Kosten dahinter ziemlich bescheidene Häuser bauten, weshalb die Stockwerke des Hauses mit der Fassade nicht mehr übereinstimmten, sodass man teilweise die Fenster nur auf dem Fußboden liegend öffnen konnte. Sein Vater, Friedrich Wilhelm, war da viel realistischer. Das holländische Viertel, bis 1734 für dringend benötigte Fachleute aus Holland gebaut, war ganz und gar praktische Siedlungspolitik und dennoch von einfacher Schönheit. Ein Musterbeispiel von staatlich gefördertem Wohnungsbau. Der Verfall dieses letzten geschlossenen Viertels der Barockzeit konnte erst jetzt aufgehalten und die Renovierung begonnen werden. Doch Häuser sind das eine, wesentlicher sind die Menschen. Die Einwohnerzahl stieg in nur 40 Jahren von 10.000 auf 24.000. Woher kamen sie?
Wichtige Voraussetzung des Bevölkerungszustroms war das vom großen Kurfürsten schon 1685 erlassene Edikt von Potsdam, das Glaubensfreiheit garantierte. Es bot zunächst den aus Frankreich vertriebenen Hugenotten eine neue Heimat. Die französische Kirche, ein Mini-Pantheon, ist letztes Zeugnis der einstigen französischen Gemeinde. Aus Belgien, besonders aus Lüttich, wurden Facharbeiter für eine Gewehrfabrik angeworben. Der Soldatenkönig wollte im Lande selbst hergestellte Waffen für seine immer größer werdende Armee. Für die Entwicklung der Textilindustrie, Uniformen wurden ebenfalls in großer Zahl gebraucht, holte man Weber aus Böhmen, Tschechen also, die sich weigerten, die katholische Staatsreligion des österreichischen Kaiserstaates zu übernehmen. Für sie baute Friedrich ein eigenes Dorf und hatte durchaus nichts dagegen, dass sie ihm einen tschechischen Namen gaben, Nova Ves. Deutsch oder gar national fühlte Friedrich nie. Der König, der meinte, in seinem Lande solle jeder nach seiner Fasson selig werden, baute ihn eine Kirche. Slawen und Deutsche, Franzosen und Flamen, Holländer und Tschechen zogen nach Potsdam. Die meisten der Freiheit ihres Glaubens wegen. Schließlich entstand um 1820 sogar ein russisches Dorf, einmalig in Europa. Es sollte russischen Sängern in der preußischen Armee ein Gefühl von Heimat vermitteln. Und auch hier kam die passende Kirche als Staatsgeschenk dazu, in der auch heute noch russisch-orthodoxe Gottesdienste abgehalten werden. Die Moschee an der Neustädter Havelbucht dient dagegen keiner religiösen Andacht. Bei den Großplattenneubauten neben ihr handelt es sich in Kontinuität der Stadtgeschichte um die jüngste Kreation von staatsverordneten Bauwerken, allerdings mit weniger Stilsicherheit ausgeführt. Die Moschee jedenfalls ist nur romantische Hülle einer Dampfmaschine, allerdings der wohl schönsten, die es in Deutschland noch gibt. Damals technische Innovation ersten Ranges, ist sie heute technisches Denkmal. Der ganze Aufwand diente nur einem Zweck, eine Pumpe zu betreiben, um endlich die große Fontäne von Sanssouci in Betrieb zu setzen. Friedrich hat seine Fontäne niemals steigen sehen. Obwohl er ein Vermögen dafür opferte, reichte die Technik seinerzeit nicht aus, das Wasser so hoch in die Luft zu schleudern. Natürlich ist von Potsdam nicht ohne Sanssouci zu sprechen. Sanssouci ist Friedrichs ureigenste Idee. Knobelsdorf, der Architekt des Königs, verwirklichte diese eigenständigste Schöpfung des preußischen Rokoko mit Meisterschaft. Das kleine Schloss ist eingebettet in eine der schönsten Parkanlagen der Welt. In Potsdam gelang es in über zwei Jahrhunderte langer königlich-staatlicher Gestaltung eine Harmonie von Landschaft, Parkanlagen und Architektur, nicht nur einzelner Schlösser, sondern des ganzen Stadtraums zu schaffen. Das letzte Hohenzollernschloss, erst 1917 für Kronprinz Wilhelm fertiggestellt, ist Sizilienhof. Im Stil eines englischen Landhauses gebaut, wirkt es kleiner und soll auch kleiner wirken, als es mit seinen 175 Räumen tatsächlich ist. Hier fanden sich die Sieger des Zweiten Weltkrieges zur Potsdamer Konferenz zusammen, deren Auswirkungen stärker in das Leben jedes einzelnen Deutschen eingriff als irgendein anderes historisches Ereignis seit Ende des Dreißigjährigen Krieges. In Potsdam fliegt ein Hubschrauber in nur einer Minute von Sizilienhof, dem Schauplatz vom Ende des Deutschen Reiches, zum Schloss Babelsberg, wo Bismarck einst berufen und der Weg zum Deutschen Reich von 1871 begonnen hatte. Dazwischen die Glienicker Brücke, von der ehemaligen DDR in Brücke der Einheit umbenannt. Damit behielt sie recht, ausnahmsweise. Ich finde es sehr schön, dass dieser Film zunächst einmal unterhalb dessen, was wir alle so von Potsdam denken und wissen, also Friedrich der Große, Preußen, Militär, Hitler, Potsdamer Konferenz, darunter also die Individualität einer Stadt schildert. Aber darauf
wollen können, dazu haben wir jetzt keine Zeit, darauf im Einzelnen einzugehen. Ich finde, jetzt müssen wir uns schon mal mit der großen Politik beschäftigen. Oder eigentlich damit, was haben wir alle eigentlich damit zu tun, wenn da so von irgendwelchen großen Ereignissen unter Königen und Staatsmännern die Rede ist. Die Geschichte eines Dorfes, entweder ist es unser Dorf oder unsere Stadt, dann ist es unsere Heimatgeschichte, oder wir können sagen, gut, Stadt und Dorf, das sind, ist etwas, mit dem wir uns leicht identifizieren können. Was sollen wir nun mit Preußen machen? Gehört das, oder was, und noch allgemeiner gesagt, was heißt es eigentlich, wenn wir sagen, wie der Titel dieser Sendung, wir Deutschen sind, was meinen wir eigentlich damit, oder können wir damit was verbinden? Das hat ja zweifellos was mit Geschichte zu tun, wenn wir uns als Deutsche bezeichnen. Ohne die Geschichte wären wir kaum Deutsche zu nennen. Ja, ist nicht das Typische eigentlich, dass es doch eine Addition von Verschiedenartigkeit ist, die zu einem späten Zusammenpunkt zu einer Einheit gefunden hat? Was ich wiederum als positiv ansehe, dadurch haben wir jetzt keine Auseinanderstrebungstendenzen, weil das hatten wir nun schon in unserer Geschichte. Aber das, was wir reden hier über Protestantismus und Katholizismus, über Norddeutschland und über Süddeutschland, über städtisch und Land, ist, glaube ich, in Deutschland gerade besonders ausgeprägt, dass es diese Verschiedenartigkeit gegeben hat. Und wir definieren uns ja selber auch vielfach noch und sagen, und da kommen wir her und so eine Mutter hatten wir und aus der Region kommen wir. Aber jetzt haben wir doch zu einer Gemeinsamkeit gefunden. Und dazu gehört eigentlich diese Geschichte, dass wir sie uns akzeptieren und zu ihr stehen. Ich glaube, eine der wichtigsten Faktoren für Nationenbildung und Nationenwerdung und nationales Bewusstsein ist die Sprache. Nicht der einzige Faktor, aber der wichtigste. Und dort, wo es nicht zu einer gemeinsamen Sprache geführt hat, wie etwa in Kanada, was die große Provinz Quebec angeht, oder wie in Belgien, was den Streit zwischen Wallonen und Flamen angeht, ist die bisher jedenfalls die Nationenbildung nicht abgeschlossen und noch nicht endgültig geglückt. Hier war in dem Film gesagt worden, dass Potsdam ursprünglich ein slawisches, genauer wahrscheinlich wendisches Dorf gewesen sei. Man muss einmal hinzufügen, dass bis vor die Tore Hamburgs das alles slawische Stämme gewesen sind. Lübeck, nach dem Geschichtsbuch gegründet von Heinrich dem Löwen, war ursprünglich eine slawische Siedlung und hieß, wenn ich es richtig erinnere, Liubice. Und ganz Mecklenburg war natürlich von Slawen besiedelt. Und zwischen Hamburg, wo wir hier heute sitzen, und Potsdam saßen zu zigtausenden Slawen, die im Lauf der Zeit die deutsche Sprache angenommen haben. Das heißt, Dialekte, die dann nach Luther mehr oder minder vereinheitlicht worden sind zur deutschen Hochsprache. Eine der wichtigsten Sachen, die man aus dem Preußen, nicht nur Friedrichs des Zweiten, Friedrichs des Großen, wie man sagt, lernen soll, sondern die man auch lernen soll von dem großen preußischen Philosophen Immanuel Kant, der nicht in Potsdam und nicht in Berlin gelebt hat, sondern in Königsberg. Mhm. Und auch lernen soll von den großen Berliner Salons, eine Generation nach Friedrich dem Großen, ist die Toleranz, die religiöse und die politische Toleranz. Ja. Ja. Das war eine der ganz großen Leistungen auf damaligen deutschen Boden, die weit hinausreichte über das, was an Toleranz in anderen Teilen, Württemberg oder Österreich oder jüdische Frauen waren das. Das muss man wirklich mal sagen. Die Damen in Berlin, die die großen Salons hatten, waren jüdische Frauen. Ralf von Van Hagen zum Beispiel. Diese Toleranz, das ist im Augenblick in der Diskussion über die Überführung der Gebeine von Friedrich II. Von dort nach Potsdam abgesackt. Das muss man aber hervorheben. Diese Toleranz gegenüber Andersgläubigen, die haben wir ja dringend notwendig. Und die haben andere Menschen in zum Beispiel im Osten Mitteleuropas und auf dem Felde der bisherigen Sowjetunion dringend notwendig. Und die werden vielleicht noch Generationen brauchen, bis sie diese Toleranz lernen. Ich würde eigentlich die Sprache noch ergänzen wollen, als doch eigentlich auch Kultur. Das wirklich Spannende ist doch, wenn wir jetzt nach Leipzig fahren und da kann man in der Thomaskirche von Bach stehen. Und man fährt nach Weimar und hat das Goethehaus und das ist dann plötzlich nicht nur der Dichter vom Faust, sondern ein unendlich kultivierter Herr mit einem eleganten Haus mit wunderschöner Inneneinrichtung.
Diese Kultur und diese Zivilisation, das würde ich sagen, ist doch was sehr Verbindendes Deutsches. Im Übrigen nicht alles, was ich erwähne, auch wieder protestantisch. Nicht nur. Denn, zum Beispiel, Sie haben Bach gesagt. Das Gleiche gilt natürlich dann erst recht für die Wiener, für den Haydn und den Mozart, für den Beethoven, es gilt für den Verdi, es gilt für die große russische Musik, es gilt für die Französische. Das ist schon Europa. Die Musik ist eine spezifisch europäische Kultur. Ja, weil da die Sprache fehlt. Nicht so sehr deutsch. Ja. Literatur ist ein bisschen mehr deutsch gewesen, aber doch auch sehr schnell europäisch geworden. Natürlich gehört für uns zur europäischen, zu unserer Literatur genauso gut der Tolstoi und der Dostojewski und der Puschkin, wie auch die großen Franzosen, wie auch die großen Engländer. Zu unserer Kultur gehört Shakespeare. Sehr. Viele Jahrhunderte her, ein Engländer. Zu unserer Kultur gehört Dante. Viele Jahrhunderte her, ein Italiener. Also das mit der deutschen Kultur habe ich Fragezeichen. Deutsche Sprache, ja. Eine spezifisch deutsche Kultur sehe ich eigentlich nicht sehr deutlich vor meinen Augen. Es ist mehr eine mitteleuropäische Kultur, die von Petersburg reicht bis nach London und wahrscheinlich bis nach kann Venedig, man das nur individuell Krakau. Beantworten. Krakow, es gehört vielleicht in dem Teil dann doch so halberwegs zur deutschen Kultur dazu. Aber für mich ist doch, wenn man sagen, sowas wie die Backsteingotik in Norddeutschland, das gibt es eigentlich kaum woanders wieder, was man jetzt in Stralsund so wunderschön sehen kann. Und die norddeutsche Backsteingotik reicht bis nach Königsberg und tief ins Baltikum. Ja, aber ist und nach Stockholm. Ja, da sind wir aber im Grunde im deutschen Kulturraum. Da haben Sie recht, das ist nicht mehr die Nation. Es ist nicht mehr Deutschland. Es ist nicht Deutschland. Ja. Sicher ein Riesenthema, auch das Thema, das mich interessieren würde, aber vom rein praktischen her gesehen, gleiche Sprache, gleiche Kultur. Wenn ich aber jetzt nach unserer Wiedervereinigung einem 40-jährigen jungen Menschen aus Leipzig gegenüberstehe und einem 40-jährigen aus Los Angeles, muss ich zugeben, ist mir der aus Los Angeles näher. Eigenartigerweise. Ja. Vergesst die Sprache, vergesst die Kultur. Es ist, und das wird ja sicher Aufgabe von Historikern künftiger Generationen sein, dieses vielleicht einmalige Beispiel in der Weltgeschichte, dass sich ein Volk mit einer Sprache und einer Kultur unter sozusagen zwei verschiedenen Führungen, verschieden gesteuert, wie die auseinanderdriften. Und in der Tat habe ich also fast Hemmungen und Beklemmungen jetzt einem 40-Jährigen, meinem Cousin, der dort Zahnarzt ist, Buchdrucker gelernt hat, um sein Leben mehr oder weniger betrogen ist, Gemeinsamkeiten zu finden, ohne ihm weh zu tun, ohne als Großkotz dazustehen, wobei ich bei einem Amerikaner eigenartigerweise gleichen Alters sehr viel weniger Probleme habe. Also das ist etwas, was sicher einmalig, vielleicht auch nicht in der Geschichte, Sie wissen es besser, gewesen ist, aber eine eigenartige Erfahrung für mich. Ich gebe Ihnen recht, niemand in Europa hat mehr Grund zu hören und zu gucken, was die Nachbarn über uns denken, denn niemand hat mehr Nachbarn als wir Deutschen in diesem schmalen Korridor zwischen Ostseeküste und Alpen oder Beskiden oder wie sie es definieren wollen. Das sind ja bloß ein paar hundert Kilometer mit dem Hubschrauber, den wir da eben gesehen haben, in zwei Stunden zu überfliegen, noch weniger als das. Die anderen leben auf Inseln, wie die Engländer, oder Halbinseln, wie die Italiener, wie die Spanier, die Portugiesen oder die vier skandinavischen Völker. Wir haben mehr Nachbarn wahrscheinlich als irgendein anderes Volk der Welt. Und vor dessen sind die Konfliktsmöglichkeiten, denen wir ausgesetzt sind, unendlich viel größer als etwa für die Portugiesen oder etwa für die Italiener oder etwa für die Norweger. Und wir sind mit diesen Versuchungen und Überwältigungen der Konflikte in den letzten Generationen nicht sehr gut fertig geworden. Wenn man aber etwa Friedrich dem Großen heute vorwirft, dass er ein Eroberungskrieger gewesen ist, so ist das zwar richtig, aber das war seine Zeit. Ludwig der 14. war, weiß Gott, kein anderer. Und lange nach Ludwig dem 14. hat Napoleon ganz Europa durchmarschiert bis Moskau und zurück und eine Diktatur über den größten Teil Europas errichtet. Nicht so schlimm wie die von Hitler und Stalin, aber schlimm genug. Diese Stadt Hamburg hier, in der wir sitzen, ist 1813 befreit worden von russischen Truppen. Befreit worden von schlimmer französischer Besatzung, die hier viele Menschen in schlimme Bedrängnis gebracht hat. Das heißt, es gibt auch bei anderen Völkern Eroberungskriege, nur bei den Deutschen, weil wir so viele Nachbarn haben, empfinden unsere Nachbarn uns als viel gefährlicher als etwa die Nachbarn Italiens, die Italiener empfunden haben.
oder als die Nachbarn Österreichs. Es gibt ein anderes Volk noch, das in ähnlicher geopolitischer Lage sich findet. Das sind die Polen. Polen, ja, klar. Das Gebiet Polens und das Gebiet Deutschlands. Es war Durchmarschgebiet von Ost nach West, von West nach Ost. Zentripetale Kräfte von außen, die in das Zentrum Europas dringen, aber auch zentrifugale Kräfte. Das polnisch-litauische Reich ist massiv viel größer gewesen als nur die Menschen polnischer Sprache. Und das Deutsche Reich war auch viel, sehr viel größer als etwa die Menschen deutscher Sprache, wenn wir an den anderen, an den Kaiser Friedrich II. Denken, im 13. Jahrhundert, der in Sizilien residiert hat. Was hat der alles beherrscht? Oder wenn heute einige Leute für Karl den Großen schwärmen, das war weiß Gott kein deutsches Reich. Nein, und der war weiß Gott kein friedlicher Mann. Und der war auch kein friedlicher Mann. Der weiß Gott kein friedlicher Mensch. Der hat auch zu tausenden Menschen umgebracht. Ich würde gerne zu Herrn Gottschalk noch was sagen. Natürlich haben Sie recht, das ist sozusagen das, was man jetzt immer unter der Florenz-Toskana-Generation bezeichnet. Wir haben viel mehr Leichtigkeit im Umgang, weil wir das gelernt haben. Darauf sind wir ja auch erzogen worden eigentlich die letzten 20 Jahre. Im Umgang mit westlichen Ausländern, mit südlichen Ausländern. Mit im Grunde Internationalität, das haben wir gelernt. Außerdem hat uns der Geldwohlstand dieser Bundesrepublik dazu auch weiter verholfen. Aber nun würde ich doch sagen, reisen wir doch immerfort rüber in die neuen Bundesländer. Und da haben wir ja nun Potsdam gesehen. Für mich ist eben Potsdam komischerweise historisch die Geschichte meiner Tanten gewesen. Das waren nämlich alles diese preußischen Offiziersfamilien und das waren dann die mit dem Stil Potsdam. So wurde das zu Hause definiert, also bescheiden und fein und mit einem kleinen Stil. Jetzt Potsdam ist doch, wenn man hinfährt, eigentlich ein Glücksgefühl deutscher, ich sage wieder Kultur. Was dort angelegt worden ist, ist als Verbindung von Landschaft und Park und Städten. Daran können wir uns gemeinsam begeistern. Und das haben wir jahrelang nicht gekonnt und nun können wir es wieder tun. Da haben wir eine positive Definition für das, was wir in Deutschland sind. Nicht die negative nur aus der Abgrenzung aus dem Ausland. Aber auch da muss ich eben wieder dieses Bildungs, was zweifelsohne auch gut steht. Aber ich habe das Problem, ich war eben auch in dem Goethehaus und habe mehrere Semester Germanistik studiert und habe tatsächlich ein bisschen von diesem Gefühl in mir aufkommen lassen wollen. Plötzlich kam eine deutsche Oberschulklasse von 12- und 13-Jährigen. Als die mich gesehen haben, war der Goethe vergessen. Und ich, das war mir regelrecht peinlich, weil in Goethes Haus schreibt man keine Autogramme. Und ich wollte diese Kinder zur Ordnung rufen und sagen, Freunde, vergesst bitte mich. Und denkt mal an Goethe und denkt mal an die Größe des Momentes, dass ihr hier... Und das ist mir nicht gelungen. Sie als Politiker sind doch alle im Grunde immer schon applaudiert worden, wann immer Sie irgendwo oder mein Mann durch Leipzig oder Dresden gegangen ist in 87, 86. Da hat ihn doch die Bevölkerung erkannt und positiv empfunden, applaudiert. Das wird doch Ihnen genauso gehen. Das ist doch eine Gemeinsamkeit. Und das meine ich auch, also in meinen bescheidenen Möglichkeiten, denn die Unterhaltung hat ja da gar keine Probleme. Da gibt es ja nicht mal parteipolitisches und inhaltliches Gezerre. Also jeder freut sich, wenn ein Mensch über Schnapsgläser läuft, in Skistiefeln oder was auch immer für Quatschsteinwetten das passiert. Also hier gibt es ja überhaupt keine Probleme. Deswegen pflege ich das auch, freue mich auch, dass dem so ist. Ich wollte auch was ganz anderes, was diese Internationalität betrifft, weil ich da vielleicht mir in diesem Kreise etwas Hilfe erhoffen kann von Ihnen, weil ich ihn immer noch parieren würde. Wenn ich jetzt in Amerika Boris Becker im Fernsehen gewinnen sehe, betrifft mich das komischerweise mehr, als wenn ich ihn in Deutschland im Wohnzimmer sehe. Also aus dem Ausland heraus. Wenn Sie wen sehen? Wenn ich in Amerika im Fernsehen, wenn ich in Amerika bin und Boris Becker gewinnt, Boris Becker, dann betrifft mich das komischerweise mehr und ein gewisser Nationalstolz, den ich an mir gar nicht kenne, erwächst mir, weil die Kommentatoren ihn loben oder was auch immer. Und das ist eben so genau der Punkt, dass ich jetzt, wenn es an diese ganz nationalen, und das ist ein problematisches Wort, Elemente geht, in Amerika sehe ich zum Programmende im Fernsehen Fahnen wehen, Felder wogen, Dinge, die man bei uns nicht zeigen würde. Und plötzlich merke ich, ich gebe es zu und tue mir damit sicher beim Publikum nicht unbedingt gut, dass sich da etwas in mir bewegt, wo ich sage, das vermisse ich ein bisschen zu Hause. Also ich bin ja nur nicht auf Chingda-Rassa-Bum aus oder was auch immer. Nein, aber das ist doch, was ich versuche die ganze Zeit zu sagen. Wir haben plötzlich ein neues, positive Möglichkeit, uns mit der Geschichte auseinandersetzen zu können. Und damit mit unserem Deutschtum und damit mit unserer Nation. Bisher waren wir völlig überlagert von Hitler und der Vergangenheit und haben immer Probleme gehabt. Wir konnten keine Fahne mehr zeigen, weil früher die Leute zwangsweise die Fahnen vor die Tür stecken mussten. Das wollten wir nur alles nicht mehr. Und jetzt können wir das positiv definieren. Wir können uns darüber freuen.
So ist es. Ich meine, das ist einfach dieses komische Gefühl, dass die, also ich bin doch nicht der große Amerika-Erfinder, aber ich bin eben ab und zu dort und sehe die Unterschiede, dass die also am Independence Day ihr Fähnchen raushängen und, was bei uns ja also völlig unvorstellbar wäre. Aber gibt es da eben ein Umdenken? Und in der Tat, Sie haben recht, also auch diesen Wiedervereinigungstag habe ich in Amerika miterlebt. Die Leute haben mir gratuliert, als sie gehört haben, dass ich Deutscher bin. It must be wonderful for you. Die haben auch wirklich gedacht, dass wir zu Hause nun den Champagner fließen lassen, weil sie es in der Tat mit einer absoluten positiven und wohlwollenden Seele gesehen haben, was da bei uns passiert. Das ist in der Tat leider und erschreckend gewesen, wie relativ schnell das zusammengefallen ist. Es ist nicht wirklich zusammengefallen. Nein. Das ist eben die Frage, die Erkenntnis der Probleme. Nein, es ist nicht wirklich zusammengefallen. Es wird zurzeit überdeckt durch Inferioritätskomplexe vieler Menschen auf dem Boden der ehemaligen DDR und Superioritätskomplexe, auf Deutsch Arroganz, von Millionen von Menschen in Westdeutschland. Das ist eine Überdeckung. Ich wage die Vorhersage, dass in 30 Jahren, vielleicht in 40, 50 Jahren, sich wieder herausgebildet haben wird, dass selbstverständliche, normale Nationalgefühl, was sie in anderen europäischen Nationen gibt. Ich glaube, jenseits aller intellektuellen Spielereien, und die Intellektuellen neigen immer zu Spielereien und zu Abstraktionen und Konstruktionen, jenseits aller intellektuellen Spielereien, die große Masse der Menschen, 95% der Menschen, brauchen Geborgenheit. Sie brauchen die Geborgenheit ihrer eigenen Familie, der größeren Familie und ihrer Freunde, der Menschen, mit denen sie täglich umgehen, auf die sie sich verlassen können, die sie zum Teil auch zu Feinden haben. Sie brauchen zweitens die Bindung an die Heimat, in der sie groß geworden sind, in der sie leben und leben wollen. Sie brauchen drittens die Geborgenheit in der Nation. Dies ist gemeinsam in allen europäischen Völkern. Das war den Deutschen lange Zeit versagt, als sie es dann erreicht haben, teilweise erreicht haben, in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, hat es nicht lange gedauert, bis in die Hälfte dieses Jahrhunderts, da wurden sie wieder auseinandergerissen, nach schrecklichen Verbrechen, die auf deutsches Konto gehen. Aber es wird sich herausstellen, ich bin dessen innerlich ganz sicher. Und ihre gegenwärtige Affinität, Nähe zu gleichaltrigen Amerikanern, das gucken Sie sich mal genau an, gehen Sie mal nach Miami und reden Sie mit spanisch sprechenden, farbigen amerikanischen Staatsbürgern, dann werden Sie merken, dass Sie nicht ganz so einfach mit denen auf kameradschaftlichen oder freundschaftlichen Fuße stehen. Sie werden sich Mühe geben und es wird Ihnen gelingen, ein gutes Gesprächsverhältnis und vielleicht auch Freundschaften herzustellen. Aber die Freundschaften zwischen weißen Deutschen und schwarzen Amerikanern, Nordamerikanern, die sind ganz selten. Ich habe einen schwarzen Freund, einen bedeutenden Mann. Kein Amerikaner, ist ein Afrikaner. Aber ich gucke um mich herum und stelle fest, dass dies ungewöhnlich ist. Und das werden Sie auch nach 30 Jahren noch ungewöhnlich finden. Dann haben Sie recht. Ich habe diesen Zustand ja auch nicht als gesund und normal betrachtet, sondern eher als erschreckt. Herr Gottschalk, aber wir sind schon auf dem Wege dahin. Ich möchte noch mal erinnern, was Sie vorhin ja auch erinnert haben, die Diskussion um den Gebeinetransport von Friedrich dem Großen nach Potsdam. Was ist da vorher drüber lamentiert worden? Und was ist es für ein schrecklicher Mensch gewesen? Und Eroberungskrieger und ganz fürchterlich. Und in allen Zeitungen waren die schrecklichsten Kommentare drin und da durfte man nicht hingehen und keiner durfte sich da zeigen und so. Dann fand es statt, war wirklich sehr harmlos im Grunde die ganze Sache. Von großem Protokoll hatten wir eigentlich alle keine Ahnung mehr. Es klappte auch alles nicht so gut. Und dann hat der Stolpe ganz ruhige Sätze über den Anteil von Friedrich dem Großen in der deutschen Geschichte gesagt. Und eigentlich mit diesen Art Sätzen, noch ein bisschen ergänzt durch Krocko, kam diese ganze Diskussion zum Erliegen. Wir haben nunmehr begriffen, das gehört dazu und man braucht sich nicht mehr so darüber negativ aufzuregen. Wenn es ist mehr nachher, einer wissen will, wer er ist, oder eine wissen will, wer sie ist, dann muss er sich fragen, was hat eigentlich mein Vater getan, was hat er erlitten, was hat er gedacht, was haben meine Brüder getan und was haben sie, was hat mein Großvater getan, was hat er erlitten, was hat er gedacht. Sonst kann ich nicht wissen, wer ich bin. Wenn ich nicht weiß, wer ich selbst bin, kann ich nicht wissen, was ich tun soll. Ja. Das ist eigentlich, was ist der Identitätsgeber. Sehr schön gesagt, das ist genau, das ist auch der sozusagen... Da sieht man so, es geht eigentlich um das Leben und nicht um irgendwelche Bildungsgüter und noch eine Jahreszahl oder was haben diese Bauern gemacht oder nicht gemacht. Das kann man auch alles wieder vergessen. Aber diesen
Lebenshintergrund, das ist eigentlich ein wichtiger... Aber es ist doch eigentlich nicht nur, dass man es versteht, also in die Vergangenheit hinein lernt sozusagen, sondern ich finde genau das, was Herr Schmidt erzählt hat, ist ein Trostbringer. Für mich ist Geschichte etwas Trostbringendes. Ich kann meine eigenen Versäumnisse in meinem eigenen Leben sehen, das haben andere Leute genauso gemacht. Und sie haben überall Fehler gehabt. Die Zufälligkeiten des eigenen Lebens, die kann man doch lernen aus der Geschichte, wie zufällig das Leben letztlich ist. Was wäre Luther ohne die Druckerpresse gewesen? Und gerade dieses Auf und Ab von Weltreichen, das ist doch was sehr Trostbringendes. Man sieht sich in einem langen Fluss drin. Dieses Sie können ist für auch das mich eigene Versagen natürlich damit entschuldigen. Ja, natürlich, aber das, irgendwie muss ich doch mein eigenes Versagen auch überleben können. Nicht? Ich muss ja weiterleben können. Das sind eigentlich für mich die zwei Bereiche, die jetzt Geschichte eigentlich bringen. Das eine ist was Trostbringendes und insofern irgendwo naja, was Akzeptierendes. Und das zweite ist, was eigentlich, was Sie auch vorhin sagten, das Identitätsgebende. Dadurch, dass ich selber meine eigene Geschichte betrachten kann, die meiner Familie betrachten kann und feststelle, das ist doch die Geschichte einer Region und eines Teil eines Volkes, wandere ich eigentlich in die Gesamtgeschichte hinein. Und natürlich bei den Fehlern, die die Handelnden jeweils gemacht haben, das kann mich nicht furchtbar trösten, sondern das muss mich eher anstacheln oder so. So sollte man es nicht machen. Das heißt nun nicht, dass man daraus ein Rezept ableiten kann, wie man es denn besser machen soll, aber so jedenfalls nicht. Ja, man muss auch ja eine ganze Menge Positives aus der Geschichte lernen. Hier war von Preußen die Rede. Ich habe hervorgehoben, eine der großen positiven Leistungen Preußens war, die religiöse Toleranz zu etablieren gegenüber Katholiken, gegenüber Juden, gegenüber Hugenotten. Die andere große preußische Leistung, die hängt zusammen mit dem Immanuel Kant, der den Menschen gesagt hat, sie sollen sich gegenüber ihren Mitmenschen so benehmen, wie sie möchten, dass die sich auch benehmen. Oder das deutsche Sprichwort sagt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist auf eine Kurzformel gebracht, der kategorische Imperativ von Kant. Oder man kann aus der amerikanischen Geschichte lernen, aus der Verfassung von 1776, wie Demokratie organisiert werden soll. Und unser heutiges Grundgesetz, schon die Weimarer Verfassung, alles das basiert ja ganz wesentlich auf der amerikanischen Verfassungsgeschichte, die ist jetzt über 200 Jahre alt. Das muss man auch ins Bewusstsein heben. Die Deutschen haben nicht die Demokratie erfunden, wirklich nicht. Also ich zum Beispiel habe ein relativ klares Geschichtsbild in diesem kleinen Ausschnitt des Erlebens. Ich bin also Flüchtlingskind, meine Eltern beide aus Polen vertrieben. Aus diesen ganzen Erzählungen, aus meiner Großmutter, die im Rollstuhl auf dem Bahnhof bei der Flucht verloren ging, die meine Mutter nie wieder gesehen hat. Hier rundet sich ein Teil des Geschichtsbildes, aber da muss ich zugeben, eben aus der eigenen Erfahrung, wohingegen das, was ich in allen Jahren der Schule, des Studiums nun summiert habe, nicht ansatzweise mir so viel geholfen hat, wie das, vielleicht hilft die neue Serie vom NDR ja, das alles aufzufüllen, was mir fehlt, aber das ist, und ich glaube, das, wenn wir auf den Eingang zurückkommen, ist ja auch das Problem all derer, die gesagt haben, Geschichte nein, die gar nicht wissen, dass das, was ihre eigene Herkunft betrifft, die sie kennen, ein Teil von Geschichte ist, der Rest aber sie nicht betrifft, wie wir aber heute gehört und gelernt haben, betrifft er uns A, offensichtlich doch, und ist B, auch offensichtlich positiv zu erfahren, sei es Ihnen zuzuhören oder sei es aus der Serie im NDR. Interessieren Sie sich eigentlich für Geschichte? Teilweise ja. Ja, und Schlösser und Burgen und so. Mein Gott, kommt drauf an. Eigentlich gar nicht die Zeit so dazu. Nicht so sehr. Ja, nein, nicht so Geschichte. Überhaupt nicht? Nein. Ich sage aber auch nicht nein dazu, wenn man sie mir anbietet. Also ich interessiere mich eigentlich gar nicht für Geschichte.